Das Erstellen einer neuen Rechnung aus den Patiententeils geht wie folgt. Ich markiere den Patienten und wechsle in das Fenster Patientendetails. Hier bekomme ich zunächst eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten angezeigt. Für eine Erstellung einer neuen Rechnung oder für die Änderung der Versicherungsdaten gehe ich in den Bereich Abrechnung und wähle dort die jeweilige Rechnungsart aus, für die ich Daten ändern oder eine neue Rechnung erstellen möchte. Ich wähle KVG. Hier sehe ich, dass aktuell keine offene Rechnung für diesen Patienten vorhanden ist. Ich kann also aktuell keine Leistungen eintragen. Deshalb erstelle ich eine neue Rechnung, indem ich auf Plus-Basisrechnung klicke. Es öffnet sich das Fenster der Rechnungsdetails für die neue Rechnung. Rechnungstyp und Taxpunktwerte kontrolliere ich. Ich sehe die Krankenversicherung und auch die Versicherungsnummer. Sehe den Behandlungsgrund, welchen ich anpassen kann, falls es sich nicht um eine Krankheit handelt. Ich sehe den abrechnenden Arzt oder die abrechnende Behandlerin der Rechnung, ob die Rechnung im TP- oder TG-Modus gehandhabt wird. Und ebenfalls wichtig ist die Betriebsstätte, auf die diese Rechnung abgerechnet wird, falls Sie mehrere Betriebsstätten in der Praxis haben. Ich bestätige mit OK und bekomme ein paar Diagnosen aus der Vergangenheit des Patienten angeboten, die ich auf der Rechnung eintragen lassen kann, indem ich markierte Einträge übernehmen klicke. Nun sehe ich, dass ich eine neue Rechnung, eine offene Rechnung zur Verfügung habe. Die habe ich heute erstellt. Sie trägt den Rechnungstyp KTAMI KVG, ist aktuell unabgerechnet, ist eine TP-Rechnung, die unbezahlt ist. Der Abrechner ist CAZ in meinem Fall, der Behandlungsgrund Krankheit und die Gesamtsumme der Rechnung beträgt im Moment noch 0 Franken. Um die Rechnungsdetails erneut zu sehen oder anzupassen, kann ich auf Zeigen klicken. In diesem Fenster kann ich Daten wieder bearbeiten und mit OK bestätigen. Möchte ich Leistungen oder die Diagnose dieser Rechnung ändern oder hinzufügen, kann ich dies nur aus dem Dossier heraus. Ins Dossier gelange ich aus den Patientendetails über den Button Dossier. Wie es dann weitergeht, zeige ich Ihnen in einem der folgenden Videos. In den Patientendetails kann ich neben dem Anlegen der Rechnung auch das Ändern der Versicherungsdaten vornehmen. Für die Basisversicherung sehe ich hier, welche Versicherung und welche Versicherungsnummer gegeben sind. Die kann ich anpassen. Ebenfalls kann ich mir die Daten der Karte anzeigen lassen. In diesem Falle wurden für den Patienten auch keine Kartendaten übergeben. Es wurde keine Karte eingelesen. Deswegen sehe ich nur die Versicherungsdaten, die ich manuell eingegeben habe. Darunter sehe ich ebenfalls symbolisch durch eine Versicherungskarte dargestellt die Daten für die Zusatzversicherung. Zusätzlich kann ich AHV-Nummer und Blue Evidence ID des Patienten eingeben.